Literatur im Foyer mit Thea Dorn. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. In Leipzig ist Buchmesse, das heißt Jubel, Trubel, Neuerscheinung. Wir hier in Stuttgart wollen über Bücher reden, die wirklich Anlass zum Jubeln geben. Oder auch nicht, darüber werden wir uns möglicherweise streiten. Wir hätten zum Beispiel im Angebot Christian Kracht Imperium, jenen Roman, bei dem ein Kritiker vor einigen Wochen schon das Vierte Reich marschieren hörte. Ob das Buch wirklich ein Skandal ist, gleich wissen Sie mehr. Wir nehmen den neuen Roman der israelischen Bestsellerautorin Zeruya Shalev unter die Lupe. Er heißt Für den Rest des Lebens und es geht um eine verzweifelte Familie in einem verzweifelten Land. Wir blicken nach Spanien. Der ebenfalls Bestsellerautor Javier Marías widmet sich abermals der Liebe und den Abgründen, in die die Liebe führen kann. Sein Roman Die sterblich Verliebten. Und last but not least werden wir uns mit einem wunderbaren schottischen Autor beschäftigen, John Burnside der Name. Und er singt in seinem Roman In hellen Sommernächten das hohe Lied auf die romantisch-stoische Einsiedlerin. Damit ich hier nicht so alleine sitze und alleine über diese ganzen wunderbaren Bücher reden muss, habe ich die bewährte Runde eingeladen. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich meine Literatur im Foyer-Kollegin Felicitas von Lovenberg, Literaturchefin der FAZ. Neben mir Isoma Mangold, Literaturredakteur bei der Zeit. Und ganz außen Dennis Scheck, Literaturredakteur beim Deutschlandfunk und der Mann, der druckfrisch macht. Herzlich willkommen. Herr Scheck, Sie wollen uns Christian Kracht nahebringen. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen um Ihre politisch-freiheitliche Grundüberzeugung? Ach, um Gottes Willen, mit diesem Quatsch muss man ganz früh und schnell aufhören. Es gab einen Rufmordversuch an diesem Autor in einem auflagenstarken Nachrichtenmagazin aus Hamburg. Und Gott sei Dank kam es so, wie es meistens mit infamen Lügen kommen muss, dass die meisten doch sehr einig waren, dass diese Lüge auf sehr, sehr kurzen Beinen einherschritt. Und jetzt haben wir das Vergnügen, uns tatsächlich dem Gegenstand zu widmen, der Auslöser dieses Skandälchens war, nämlich dem Roman selbst. Und oh Wunder, nach diesen absoluten Luftnummern, Hegemann mit Axolotl Rothkill oder Charlotte Roach, zum ersten Mal steht ein richtiges Buch, ein richtiger ausgewachsener Roman im Zentrum eines deutschen Literaturskandals seit vielen Jahren wieder. Das ist nämlich ein faszinierendes Buch, ein tolles Buch, wie ich finde. Erzählt wird die Geschichte des historisch Verbürgten, des realen August Engelhardts, eines Aussteigers aus dem Pickelhauben Deutschlands, des Wilhelminismus, der durchdrungen ist von einer Vision, von einer Weltanschauung, von einer Ersatzreligion, darf man sagen, dem Kokovorismus. Wir leben in einer Zeit, wo sehr viel über Ernährung die Rede ist, mit Jonathan Safran Foer oder Karin Duwe sind uns solche Gedanken nicht fremd. Der Kokovorismus August Engelshardts ist eine fortgeschrittene Form des Vegetarismus, des Fruktariertums, Veganismus. Er treibt es auf die Spitze, nämlich auf die Spitze des Palmbaums. Er möchte sich nur noch von Kokosnüssen ernähren. Wir haben ja auch den Herrn, damit wir sehen, es gab ihn wirklich. Also wir haben ihn hier verbürgt im Bild. Dazu geht er in die Südsee. Der stehende Herr ist Herr Engelhardt. Und Christian Kracht hat es ja schon in seinem letzten Roman bewiesen, dass er sehr gut Überblendungen realer Geschichte mit ja so leicht vom realen Gesichtsverlauf abweichenden Romanverläufen herstellen kann. Eine der Leitmetaphern in diesem Roman ist die des Projektors. Das heißt, wenn man zu recherchieren beginnt, legt man, selbst ich, die Ohren an, wie viel von dem angeblich ausgedachten Fantastischen hier drin real ist und wie viel von dem scheinbar Realen eben doch ausgedacht. Real ist, es gab tatsächlich deutsche Kolonialbesitzungen im heutigen Papua-Neuguinea. Es gab viele der Orte, auch die Insel Kabaton, wo August Engelhardt, den es auch gab, diesen Orden gründete, der Leute, die sich nur von Kokosnüssen ernähren wollten. Im Roman ist das Scheitern dieser Kolonie beschrieben, aber Imperium, zweimal ist die Rede vom Imperium, es ist das Scheitern der deutschen Kolonialmacht beschrieben.
das Scheitern eines anderen Vegetariers und Romantikers mit gescheiterten Künstlervisionen Adolf Hitlers und die Ablösung dieses deutschen Imperiums durch das amerikanische, dem dann die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wenn ich da jetzt mal reingerätschen darf, also ich war von dem Roman auch schwer begeistert, deshalb frage ich jetzt erstmal Frau von Lovenberg und Herrn Mangold, also haben wir hier nur Fans dieses Romans am Tisch sitzen oder gibt es jemanden, der in die Lobrede von Dennis Scheck eher was Kritisches einsteuern möchte? Nein, also kritisch habe ich jetzt auch nichts zu sagen. Ich war fasziniert zu sehen, wie sich ein junger deutscher Autor das Genre Abenteuerroman vornimmt. Denn das ist ein richtig veritabler Abenteuerroman, der mit all den Versatzstücken, die zu dem Genre gehören, spielt. Und ich finde, es ist vor allen Dingen ein unwahrscheinlich gut geschriebenes Buch, das sich Kracht in seinen Büchern immer schon eines gewissen Montageverfahrens bedient hat, dass er immer auf Quellen eingegangen ist, die er integriert hat. Das tut er auch alles hier, aber das tut er eben auch auf sehr witzige Art und Weise. Also der August Engelhardt, der ist ja auch noch ein Nackedei, ich glaube, das hatte Herr Scheck noch nicht erwähnt. Der Nudist. Nudist, genau. Ja, um Gott, ich wollte der Sendung zu keinem unverhofften Quoten erfolgen. Auf jeden Fall, wie dieser Nudist uns nahegebracht wird, der ist dann auch gelegentlich mal in Deutschland und der begegnet dann eben Hesse und er begegnet Thomas Mann natürlich ohne wirklich zu wissen, was ihm da alles widerfährt. Und Kracht erzählt das in einem Ton großer, heiterer, gelassen und Ausgeruhtheit, der mir unwahrscheinlich gut gefällt. Also der Ton hat was Episches und zugleich macht er natürlich klar, ich schreibe zwar einen Abenteuerroman und tue das auch so, wie man das in der großen Zeit des Abenteuerromans, nämlich im 19. Jahrhundert, getan hat, nicht nur in England. Aber gleichzeitig zeige ich natürlich, dass ich ein Heutiger bin. Das heißt, ich kann eben diesen Projektor, ich kann den Film, den ich hier abspule, mal vorspulen und dann zeige ich eben mal kurz Hitler oder schaue mir am Odeonsplatz die Feldherrenhalle an in München und mache so ein kleines Schlaglicht auf die Geschichten, die dann erst natürlich auf August Engelhardt folgten. Aber ich muss mich daran nicht mehr abarbeiten. Das ist sozusagen so ein Aufblitzen von Dingen und mir hat das sehr, sehr gut. Mir hat es einfach sehr, sehr gut gefallen. An der Stelle hätte ich eine Frage. Das ist sozusagen das Einzige, wo ich bei dem Roman etwas ratlos wurde. Und das betrifft genau die Erzählform, diesen Erzähler. Also offensichtlich gibt es einen, der im ironisch zugewandten Ton, das ist dann auch, klingt manchmal ein bisschen wie Thomas Mann, also er wird, unser Held wird dann auch manchmal unser Sorgenkind genannt. Also ich glaube, im Zauberberg war es, wo es dann auch das Sorgenkind des Lebens heißt. Hans Castorp, das Sorgenkind des Lebens. Unser armer Freund. Damit spielt Christian Kracht extrem. Und dieser Erzähler stellt sich uns selber aber nirgends vor. Also dieser Erzähler wird uns nur plötzlich, gibt es dann eine Stelle ziemlich weit hinten im Buch, wo in auch so wieder einem Schnellvorblick erzählt wird, eine Szene in Hamburg, wo wir ausgehen können, die muss in den frühen 40er Jahren gespielt haben, wo die Großeltern des Erzählers weggucken, als Menschen mit Koffern in Richtung Osteuropa verschickt werden. Wir wissen natürlich als heutige Leser, was mit der Szene gemeint ist. Und da war ich mir nicht so richtig sicher. Also was diesen Erzähler dann plötzlich an so einer Stelle einmal so was Ähnliches wie eine Biografie zu geben, also was will er damit, Herr Mangold? Also hatten Sie nicht den Eindruck, dass dieser Erzähler entweder uns hätte besser als Erzähler präsentiert werden müssen, dass wir genauer wissen, wer ist dieser Erzähler? Also ist es der Autor, ist es Christian Kracht oder wer ist es sonst? Hatten Sie ein Problem damit? Ich glaube, wir sind ein bisschen in der Gefahr, dass wir durch diesen philologisch so dümmlichen Angriff, den Georg Dietz im Spiegel gegen dieses Buch unternommen hat, indem er in einer Weise, in einer verzerrenden Lektüre dem Autor Christian Kracht unterstellte, er sei ein Türöffner rechten Denkens, dass wir jetzt so ganz auf die andere Seite springen und das Ganze nur noch literarisieren und es quasi auch harmlos machen dadurch, dass wir alles, was so ein bisschen bei diesem Christian Kracht natürlich immer mitschwingt und worauf man schon immer auch ein Ohr haben muss, zur Seite schieben. Ich will sagen, wir dürfen den Roman nicht entschärfen, nicht entdramatisieren. Er geht genau dort rein, in eine alte deutsche Sehnsucht. Er macht sich nie gemein mit dieser alten deutschen Sehnsucht. Aber er kennt sie aus eigenem Erfahren. Ich glaube, ich bin von diesem Roman so sehr begeistert, weil er mir im Rahmen oder in der Werkgeschichte von Christian Kracht auch so ein bedeutender Schritt zu sein scheint. Er ist nämlich in einer gewissen Weise auch die Konterkarierung früherer Kracht-Positionen. Wenn Sie sich erinnern an den Roman 1979, da geht ein junger, dekadenter Dandy aus Deutschland nach Persien, dann findet diese Revolution statt.
Er kehrt weiter in ein kommunistisches Straflager in China, wird dort in übelsten Leiden und Drangsalen unterworfen und genießt das als Strafe für die eigene Orientierungslosigkeit, als Strafe für den eigenen Luxus, als Strafe für das, was am Westen so erbärmlich und nicht mehr kampfesstark ist. Genau eine solche Figur ist auch der Protagonist von Imperium. Also es und ist deutlich sozusagen schon das hohe Lied eines Zivilisationsmüden. Der Begriff kommt natürlich auch im Buch vor. Und das würde ich, also da würde ich Ihnen völlig recht geben. Und nur in dem zu sagen, Engelhardt ist alles so ein ironisches Kracht Spiel von früher gespiegelt. Ja. Und das finde ich auch sehr mutig, sich gewissermaßen selber in so eine Rolle hineinzubegeben. Ich meine, das ist ein völlig unstatthaftes Argument. Aber finden Sie nicht auch, dass Herr Kracht ein bisschen aussieht wie Herr Engelhardt? Aber das wollte er auch auf dem Bild. Das wollte er auch. Die Haare wachsen lassen. Seien wir mal nicht albern. Also ich möchte jetzt nicht, aber Autorenfotografie. Fotografien möchte ich jetzt nicht als Gegenstand der Literatur. Aber wenn es der Autor Kracht heißt, der weiß sehr genau, was er tut. Nein, tut mir leid, nicht was PR-Bilder, ich weiß nicht, ob das von der Handykamera gemacht wurde oder ein inszeniertes Bild, das kann man meine Güte machen, aber dazu sind wir doch heute Abend nicht da. Das ist ein hervorragendes Buch, ein erstklassiges Buch, ein Roman, wie er selten in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur erscheint, von einem Schweizer Schriftsteller, der Christian Kracht ist, kein deutscher Schriftsteller, ein Schweizer Schriftsteller geschrieben, und das wollen wir doch zunächst mal feiern. Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, wir müssen mal über die politische Entwicklung im Lauf dieser Romane, dieser Autorenpositionen nachdenken. Und da komme ich auf den Einwand von Frau Dorn zu sprechen. Und was ist gar denn nicht das? Im Sinne der politischen Anklage. Nein, das nicht im Sinne einer Gedankenpolizei, sondern einer werkimmanenten Entwicklung. Ja. Hier ist ja ganz klar die Postulierung eines Autorengottes. Wir haben hier einen allwissenden Erzähler, der selber am Projektor der Historie die Rollen wechselt und einfügt und der dann uns kontrastiert mit einer wohl nun an die Biografie von Christian Kracht rückbindbaren Erzählung. Seine Großeltern in Hamburg, waren ja nicht immer Schweizer, haben das und das erlebt. Das finde ich ein souveränes Verfahren. Gerade das hat mich so positiv erinnert an die großen historischen Romane eines E.L. Doctorows, bei dem, kein Wunder, sowohl Daniel Kehlmann, mit dem man dieses Buch Vermessung der Welt zu Recht verglichen hat, wie auch Kracht, glaube ich, ein bisschen in die Leere gehen, die uns in Romanen wie Billy Bathgate oder Ragtime eben erzählen, wie kann man mit Cameo-Auftritten, mit Hermann Hesse, mit Thomas Mann, aber er macht ja noch was viel Tolleres, er geht zum Comic, zu der berühmten Südsee-Ballade von Hugo Pratt, das ganze letzte Drittel bedient sich ausschließlich aus diesem Comic-Reservoir an neuen Figuren noch. Wie kann man das zu einem Zeitbild verschmelzen? Und selten ist es mir bei einem so stringent konstruierten Roman, drei Teile, 15 Kapitel, gegangen, dass ich wirklich noch mal also ein Schauder mich überlief, angesichts der Ungeheuerlichkeiten der Historie, aber auch dieses tragischen Schicksal eines in seinen Wahn Verrannten. Das sind doch ganz große Bilder, die wir hier im Roman vorgesetzt bekommen. Aber er erzählt nicht nur die Geschichte eines in seinem Wahn Verrannten Aussteigers, Sinnsuchers, das erzählt er natürlich auch, sondern diesen Titel müssen wir schon sehr ernst nehmen. Sie haben es ja auch gesagt, das Imperium steht für zwei Imperien. Ja. Es steht erst einmal und das für macht's die ja so brisant. Deutsche Sucht, Lust, Sehnsucht um die Jahrhundertwende. Gewissermaßen war Deutschland in den Wissenschaften, in den Künsten, aber auch wirtschaftlich so weit voraus, dass es diese Vorstellung gab, wenn wir noch ein paar mehr Kolonien holen, können wir das britische Empire locker einstecken. Das ist auch diese eine Stelle im Roman, wo er da von dem rechtmäßigen Ehren- und Vorsitzplatz an der Weltentischrunde einnehmen wird. Genau, alles in höchster Ironie, aus der Perspektive der satten Dame. Wir sollen den Roman nicht entschärfen. Gar keine Frage, das ist höchste Ironie. Aber wie endet diese Geschichte bei Kracht? Sie endet, dass dieser Sinnsucher, der mit Adolf Hitler ansonsten den Antisemitismus und den Vegetarismus teilt, der wird am Ende auf seiner Südseeinsel von den alliierten Kräften, ich glaube in Australien oder den Amerikanern, entdeckt und wie so ein Exot unter die Lupe genommen. Und dann, und das ist das formale Prinzip dieses Romans, wird die ganze Geschichte nochmal auf Zelluloid gebannt. Nämlich Hollywood erzählt sie nach. Das heißt, das neue Imperium, das an den alten Traum eines deutschen Großmachtreiches getreten ist, ist die USA, ist der Westen. Und wenn man nur ein bisschen aus früheren Romanen Christian Krachts dezidiert anti-westliche Affekte kennt,
dann weiß man, dass es jetzt nicht einfach nur eine Fortschrittsgeschichte ist, die er da erzählt. Nein, um Gottes Willen. Ich meine, der Hollywood, was den Traum deutscher Sinnsucher ablöst. Was passiert mit August Engelhardt? Am Ende seines Lebens darf er eine Coca-Cola blubbern und einen Hotdog verzehren. Ja. Ja. Ja, genau. Großartig. Ja. Also da ist wirklich ein sardonisches Lachen angezeigt. Aber das muss man eben beschreiben können. Ja. Und mit dieser Effizienz und Ökonomie der Mittel, also ich halte das für einen wirklich einen großen Wurf. Ich möchte auch sagen, es ist der beste Roman, den Kracht geschrieben hat. Das würde ich auch so sehen. Ich werde bei euch sein im Sonnenschein, im Schatten. Das war, fand ich, ein vermurkster, auch mit Moment des historischen Romans, wie das Science-Fiction-Spiel. Gold, wir werden jetzt nicht das Gesamtwerk, von dafür treffen wir uns ein andermal, um das Gesamtwerk von Henk Kracht zu diskutieren. Aber ich glaube auch, es ist keine Frage, dass Imperium ein großer, ein extrem auffälliger Roman ist. So gesehen, lesen Sie ihn selber und lassen Sie sich nicht einreden. Wir haben noch mindestens drei andere Bücher, Herr Mangold, über die wir reden müssen. Eine Anmerkung machen, ist nämlich eines dieser wenigen Bücher, die, was Interpretation und Deutung betrifft, so viel an Material einem zuspielen, dass wir in der Tat noch problemlos eine halbe Stunde weiterreden könnten. Und das kann man wahrrlich nicht von jedem Roman der deutschen Gegenwartsliteratur sagen. Wir über einen schottischen Roman reden wollen, der möglicherweise sogar irgendwie was zu tun hat mit dem Krachtschen Roman, auch wenn es eine ganz andere Art zu schreiben ganz ist, anders. Ein ganz anderes Hintergrundweltbild. Aber, Frau von Loffenberg, Sie wollen uns Herrn Burnside vorstellen. Ein Romantiker ist Herr Burnside irgendwie Nein. auch. Nein? Jein. Gut. Jein. Also da würde ich, kein reiner Romantiker. Ja, der Roman heißt In hellen Sommernächten und John Burnside ist in den letzten Jahren sehr zu Recht in Deutschland endlich viel, viel bekannter geworden. Ich halte ihn für, das sage ich sonst nicht so schnell, wirklich für einen der ganz, ganz großen Schriftsteller unserer Zeit. Nicht nur bezogen auf die Geografie und auch nicht nur bezogen auf Großbritannien. Und wenn man dieses Buch aufschlägt, dann denkt man zunächst, ist das jetzt ein schottischer Roman oder ist das eigentlich ein Skandinavier? Denn das Ganze spielt auf einer entlegenen norwegischen Insel am Polarkreis. Die Ich-Erzählerin ist ein Mädchen namens Liv, die in dieser wirklichen Einsamkeit, also nochmal große Einsamkeit, so wie bei Kracht, mit ihrer Mutter, einer offenbar großartigen Künstlerin, Malerin, aufgewachsen ist. Und diese Liv erzählt uns mit dem Abstand von 10 Jahren die Geschichte eines speziellen Sommers. Im Original heißt das Buch Summer of Drowning und das ist ein sehr viel sinisterer Titel als In hellen Sommernächten, denn Sommer des Ertrinkens, genau darum geht's. Die Frage ist nur, wer hier alles ertrinkt. Erstmal erzählt sie uns von 2 Schulkameraden, das Mädchen ist gerade eigentlich mit der Schule fertig und das sind 2 Brüder und die ertrinken innerhalb von wenigen Tagen, nimmt sich jeder von denen ein Boot und fährt raus aufs Meer und verschwindet sozusagen, also freiwillige Selbstmorde, wie man denkt. Und sie beschäftigt sich damit. Und sie ist aber selber eine ganz unzuverlässige Erzählerin, denn ihr geschehen auch einige Dinge. Sie hat sozusagen Erscheinungen, ein Nachbar, ein älterer Herr, zu dem sie immer geht, der erzählt ihr von Sagenstoffen. Und in diesen Sagen kommt vor allen Dingen vor die Huldra, eine norwegische mythologische Figur. Und das ist eben eine Art Sirene, die die Männer weglockt und natürlich in den Tod lockt. Und sie hat sofort die Idee, dass also ein Mädchen, was sie immer mit diesen beiden Brüdern gesehen hat, dass das die Huldra sein könnte. Und es passieren, wenn ich das jetzt alles ausführe, dauert es zu lange. In diesem Sommer, von dem sie uns erzählt, gibt es einige Dinge, die sie sehr erregen. Zum einen ist ihre Mutter, die auch eine Art Sirene ist, der die Männer alle zu Füßen liegen, die sich aber für keinen von denen interessiert, scheint sich ihre Mutter einmal kurz zu verlieben, was für dieses Mädchen, glaube ich, eine existenzielle Bedrohung ist. Die beiden sind so eine symbiotische Gemeinschaft. Aber sie schildert uns das nicht als Bedrohung, sondern nur als Beobachterin. Und zum anderen soll sie nach England reisen, tut sie auch, um ihren Vater erstmals kennenzulernen. Die Freundin des Vaters schreibt ihr Briefe und sie fliegt tatsächlich, weil ihr gesagt wird, der Vater ist krank und als sie ankommt, ist der Vater bereits gestorben. Und diese beiden Ereignisse lösen offensichtlich etwas in dieser Erzählerin aus.
Und darum, also es ist auch die Frage, ob die nicht gerade in ihren eigenen Wahnvorstellungen eben ertrinkt und untergeht. Und wie Burnside zum einen uns eine Geschichte erzählt, das ist eine Art Spukgeschichte. Es gibt sozusagen Annäherungen an Alice im Wunderland, an Märchen, an Romantik. Also da haben Sie vollkommen recht. Und gleichzeitig ist es natürlich eine ganz poetische Geschichte. John Burnside hat begonnen als großer Lyriker und dieses Buch ist voll von poetischen Landschaftsbeschreibungen, eine unwahrscheinlich schöne Sprache. Ja, und am Ende fragen wir uns, was wir je sehen, wie wir das Irrationale wahrnehmen, wie wir das in unsere Leben einbauen, ob es Geister gibt und was eigentlich real ist. Und das ist ein unglaublich toll gemachtes und geschriebenes Vexierspiel um Identität. Herr Scheck, hat Herr Burnside Sie auch glücklich gemacht? Wenn ich mir Sie so angucke, nein. Es war ein Wechselbad. Lassen Sie mich so rum sagen. Ich bin diesem Autor auch sehr gewogen aufgrund seines früheren Buches, vor allem seiner, ich glaube, 12 sind es Lyrikbände, die er veröffentlicht hat. Das ist ein ganz, ganz bedeutender schottischer Lyriker. In diesem Buch, in Hellen Sommernächten, dachte ich, aber lieber Freund, hat dir irgendjemand mal gesagt, dass so ein Roman vielleicht auch einen Plot haben könnte? Dass es nicht genügt, Landschaftsbeschreibungen zu setzen und daneben Hütten auf Norwegisch zu schreiben und Huldra auf Norwegisch, immer kursiv, und zu glauben, das trägt einen mal so locker über 300 Seiten. Also ich habe hier eine Redundanz vorgestellt. Dieses Buch ist mir um die Hälfte zu lang. Sie haben noch nie eine helle Sommernacht erlebt. Ich habe viele helle Sommernächte erlebt. It takes two to tango, mein Lieber. Nee. Wir sollten zusammen eine helle Sommernacht. Ich denke nicht im Raum daran, mit diesem Roman eine weitere helle Sommernacht zu erleben. Meine Leselampe hat mir eher die Röte da ins Gesicht getrieben. Nein, ernsthaft, also ich finde, dieses Buch ist ein wenig verquatscht. Diese Welt des pubertierenden Mädchens, gut und schön, da ist ein Geheimnis. Das sind keine Sirenen, streng genommen sind es, glaube ich, eher Undinen, denen wir hier begegnen. Und gerne, seit dem kleinen Wassermann, lasse ich mich immer wieder in diese faszinierenden Welten entführen. Nur letzten Endes wird dieser Schrecken hier benannt, die Huldra, das Weib, das Böse. Es ist eine Meditation über das Böse, aber mit geringem Ertrag. Weder als Lesevergnügen noch als Ergebnis. Also ich sehe schon, Herr Scheck würde von der Huldra nicht abgeholt werden, wahrscheinlich. Also ich fand, dass dieser Zauber, also eine große Qualität, da ging es mir eher wie Frau von Lovenberg, eine riesige Qualität dieses Romans darin besteht, dass er tatsächlich dieses merkwürdig zeitlos Verrutschende, also wir sind in einer hellen, ewigen, in diesem Sommer in Skandinavien, wo er tatsächlich dieses Tag und Nacht so kommt. Ja, und das über 300 Seiten. Das Gefühl der Endlosigkeit bei der Lektüre suchen, das werden Sie hier finden. Herr Burnside trägt das, deshalb sagt er, das muss man lieben. Also ich fürchte, wer skandinavische Sommernächte nicht mag, der wird auch dieses Buch nicht mögen. Schön, Frau Dorn, dass Sie das genauso formulieren, denn dann möchte ich genauso einsteigen. Ich liebe skandinavische Sommernächte. Seit ich vor 5 Jahren Island kennengelernt habe, weiß ich, es gibt nichts Faszinierenderes und Eindrucksvolleres und auch zu tiefsinnigen Lebenssinnfragen anstiftenderes als dieses Licht dort oben. Ich liebe auch die nordische Mythologie. Wenn ich in Island bin, lasse ich mir auch vieles von Trollen erzählen. Und ich sehe auch ein, dass John Burnside ein begabter Autor ist. Aber ich fand es unerträglich. Und zwar deswegen unerträglich, weil man es sich viel zu leicht macht, wenn man diese ohnehin schon so bedeutungsschwangere Kulisse einfach nur kopiert und damit meint, alles, was diese Figuren tun, sei jetzt aufgeladen, sei jetzt hintergründig. Ich habe jetzt eine zweite mythologische Ebene, habe jetzt eine tiefere Einsamkeitserfahrung, als man sie in einem Gesellschaftsroman in New York darstellen könnte. Das ist mir alles zu sehr geborgt von der Kulisse. Für mich war das auch ein Roman empfindsam geschilderter Kulissenschieberei. Also ich sehe, die Herren haben irgendwie ein anderes Buch gelesen als wir, Frau von Lovenberg. Ich fand es ja gerade so spannend. Der John Burnside hat in der Tat, also Herr Scheck sagt das Böse. Es geht hier, glaube ich, nicht um das Böse. In Glister, seinem vielleicht würde ich auch sagen besten bisher Roman und bedeutendsten Roman, da wird die Geschichte auch erzählt von Kindern, die verschwinden und die sterben. Und er bietet damals, da bot er uns 2 Lösungen an, nämlich sozusagen, entweder konnte man als Leser glauben, die kommen in eine bessere Welt, und man konnte aber auch irgendwie sehen, einen pädophilen, schlimmen, bösen Kindermörder. Und seitdem gibt es so dieses Gefühl, dass John Burns halt sich am Bösen abarbeitet. Das tut er, glaube ich, nicht, sondern ich glaube, es geht wirklich um das Irrationale. Er benennt das ja sogar mehrfach, aber ganz am Schluss, es geht ihm, glaube ich, wirklich
um Geister. Und das muss man erst mal wagen. Jetzt kann man ja sofort sagen, es ist irgendwie alles Kitsch und I don't buy it. Und also mir zum Beispiel waren diese weißen Sommernächte gar nicht so wichtig, weil ich die auch in der Tat nicht kenne, nie erlebt habe. Und trotzdem finde ich dieses Buch großartig. Aber wenn er dann schreibt, ganz am Ende, allerdings brauchen die Geister auch einen Ort, an dem sie sein dürfen. Und wenn man ihnen kein Heim im Wind schafft, wenn man sie nicht sicher bettet am Rand des Meeres oder im Es war einmal, dann drängen sie zurück in diese Welt, verwandelt in Geister und Ungeheuer, verärgert, vernachlässigt und darauf aus, Schaden anzurichten. Ich bin heute ebenso wenig eine Gläubige, wie ich es je war, zumindest nicht so, wie man sich dies gewöhnlich vorstellt. Ich muss nur wissen, wo alles ist, um dann, wenn ich mir sicher bin, ein wenig Platz fürs Geheimnisvolle zu schaffen. Ich glaube, in gewisser Weise hat er eine Trilogie geschrieben. Es gab Glister, davor gab es diesen Roman Die Spur des Teufels. Und ich glaube, das hier ist der Abschluss, das ist fast das Gegenstück zu Glister, nämlich aus der Haltung sozusagen dieser pubertierenden oder auch nicht mehr pubertierenden dieses Mädchens geschrieben, die selbst sich in etwas ganz anderes verwandelt. Es geht ja auch um die Frage, was sehen wir eigentlich? Und ist es nicht ganz langweilig, wenn man nur das sieht, was vor einem liegt? Also ist es nicht viel besser für uns, wenn wir mehr sehen? Diese ganzen Anspielungen an Alice im Wunderland, an Märchen, da geht es um eine ganze... Es ist aber auch eine radikale Aussteigergeschichte und darin berührt sich natürlich, obwohl es vollkommen anders vom Grundton und von der Färbung her ist als der Kracht. Also dieses Bekenntnis dieses Mädchens, also die ersten Teil des Romans spielt es ja immer eine Rolle. Sie ist 18, sie hat Abitur gemacht, sie hat keine Freunde, sie will eigentlich nichts, sie will eigentlich nur den ganzen Tag da sitzen und aus dem Fenster gucken. Bilder anschauen. Ja, es ist eine sehr, sehr konsequente Verweigerung. Das ist ja nicht nur bei der Ich-Erzählerin, sondern es gibt ja überhaupt keine Abwechslung bei dem ganzen Figurenpersonal. Alle sind ja Aussteiger. Alle geben sich auf verkauzte Art der Einsamkeit hin, weil sie in dieser Einsamkeit erwarten, irgendwie einen tieferen Sinn des Lebens zu entdecken. Das ist bei der Mutter der Künstlerin aber so, das ist bei ihren Freiern so, die dort kommen. Es darf doch in einem Buch eine klare Stimmung vorherrschen. Aber klar, wem die Action in so dem durchschnittlichen Beckett-Theaterstück zu hektisch ist, der ist damit gut gehen. Da kommt er auch nicht so durcheinander, was die Personen angeht. Also wissen Sie, Entschuldigung, es gibt nichts Besseres, als wenn man in unserem turbulent Trubel Klar. Entschleunigung, sagen Sie Entschleunigung. Nein, Entschleunigung, nein, Wellness, ist, Wellness, Ayurveda. Ja. Das sagen wir so, ganz teure Welt. Große isländische Romancier Hallgrímur Helgason sagte mal sehr schön, ein Sommer auf Island ist wie wenn jemand den Kühlschrank offen gelassen hat. Es brennt immer Licht und es hat so etwa 12 Grad. Das ist lustiger als diese gesamte und geistreicher als diese gesamte angeblich in Norwegen spielende Roman. Ja. Oh, okay, Frau von Lovenberg, wir werden uns bei diesen Herren heute Abend nicht mehr durchsetzen. Wir werden es Ihnen heimzahlen. Aber wir rächen uns jetzt. Jawohl, die Rache kommt auf dem Fuß. Herr Mangold, jetzt sind Sie dran und jetzt müssen Sie mir erklären, warum das ein gutes Buch sein soll von Herrn Javier Marias. Die Bücher, verehrtes Publikum, von Javier Marias sind schon deswegen so gut, weil ihre Titel mit zum geistreichsten und inspiriertsten gehören, was Romantitel so tragen können. Meistens sind sie ein Zitat, und zwar sehr gerne bei ihm, ein Zitat aus einem Shakespeare-Drama. Der Roman, mit dem er in Deutschland berühmt und bekannt wurde, Mein Herz so weiß, zitiert einen Satz aus Shakespeares Macbeth. Der neue Roman von Javier Marias, Die sterblich Verliebten, ist kein literarisches Zitat, sondern das Zitat oder die Modulation auf eine Redewendung. Wir reden ja davon, dass es im glücklichsten Falle in Büchern, in Romanen, in Filmen manchmal so etwas gibt wie unsterblich Verliebte. Und was ist eigentlich mit diesem Ausdruck gemeint? Und wie sieht der aus, wenn wir dem im wirklichen Leben nachgehen? Und Javier Marias hat immer ein Sensorium für starke Gefühle, für heftige Affekte. Aber er ist auch immer ein ganz kalter, manchmal fast zynischer Beobachter dessen, was zwischen Menschen passiert. Die sterblich Verliebten erzählt erstmal von einem Paar, wohl situiert in Madrid. Die gehen jeden Morgen in ein Café und die Ich-Erzählerin, Maria heißt die Ich-Erzählerin, beobachtet die dort. Sie kennt sie nicht, aber sie denkt, fein, wie die miteinander umgehen. Sie scheinen sich wirklich zu lieben. Sie sind schon, sagen wir, über 40 oder um die 40 herum, aber die Leidenschaft hat sich nicht verbraucht. Sie nennt sie das perfekte Paar. Und eines Morgens kommt dieses perfekte Paar nicht mehr in dieses Café und durch Zufall erfährt sie aus der Zeitung, dass der Ehemann
Miguel einem sinnlosen Anschlag eines vermutlich Verrückten zum Opfer gefallen ist. Und als Maria, die Ich-Erzählerin, das nächste Mal der Witwe, der dann Witwe begegnet, spricht sie ihr Mitleid aus und so kommen die miteinander in Verbindung. Und auf diese Weise lernt sie kennen den besten Freund dieses Mordanschlags, der heißt Javier. Und die beiden verbindet plötzlich eine asymmetrische Beziehung, nämlich sie liebt diesen Javier, während Javier mit ihr nur ins Bett geht. Und der Ich-Erzählerin ist sehr bald klar, was die Motive dahinter sind. Nämlich Javier ist in Wahrheit unsterblich verliebt in die Witwe. Und er nutzt sie gewissermaßen nur zur Überbrückung. Er hofft, es wird irgendwann der Tag, die Stunde kommen, wo die Witwe ihre Trauer über den Verlust ihres Mannes verwunden hat. Und dann wird sie sich öffnen für ein neues Leben. Und an diesem Punkt fängt der Roman an, sich in einen abenteuerlich-emotionalen Thriller zu verwandeln. Denn, und ich verrate das deswegen jetzt schon... Ich würde sagen, an dieser Stelle fängt der Roman überhaupt zum ersten Mal an. Ich würde sagen, nein, die Stelle ist sehr, sehr früh. Roman, an der Stelle sollte man dann aufhören, ihn zu lesen, weil dann... Eure Rache kommt aber sehr prompt. Wir haben es wahrscheinlich mit einem hypothetischen Mordkomplott zu tun. Wir haben es damit zu tun, dass dieser Javier Díaz-Varela, wie er mit vollem Namen heißt, möglicherweise die Ermordung seines besten Freundes mit befördert hat. Er selber bietet eine andere Erklärung an. Er sei um Sterbehilfe gebeten worden von seinem besten Freund. Die verraten Sie jetzt nicht auch noch, sonst gibt es gar keinen Grund mehr, dieses Buch zu lesen. So, warum ist dieser Roman so groß? Nicht nur wegen dieses spannenden Plots, sondern weil keiner die Abgründe der Menschen so gut kennt wie Javier Marías. Und er kann diese Abgründe ganz toll, vor allem in inneren Monologen, in der direkten Rede, aus dem Kopf der Figuren heraus, wie Dramenfiguren auf der Bühne, wie ein Lear auf der Bühne sein eigenes Handeln reflektiert. So kann Javier Marías seine Figuren darstellen. Den Namen Shakespeare würde heute keiner mehr kennen, wenn der so geschrieben hätte. Also, nein, ich halte ihn für den würdigen Nachfolger, wenn es den überhaupt je geben könnte in der Gegenwartsliteratur. Herr Marías hält sich selbst auf jeden Fall auch für den würdigen Nachfolger Shakespeares. Das wird ja immer zu sehr deutlich. Also, dieses Buch ist ja nun geschrieben, dieser Roman, aus der Sicht von Maria, nämlich eben der Frau am Nebentisch. Und diese Frau ergeht sich in wirklich, ergeht sich in endlosen philosophischen Abschweifungen. Und ich gebe zu, am Anfang... Nicht Abschweifungen, sondern die erkundet immer das, was sie kaum zu begreifen wagt. Auf jeden Fall ist das alles... Sie würden auch mal zum Nachdenken kommen, wenn Sie feststellen, möglicherweise ist der Mann, den ich liebe, ein Mörder. Aber... Ja, das löst doch Reflexion. Dieses Buch besteht daraus, dass diese Frau permanent genau weiß und sich ausmalt, was wer gesagt hätte, wann zu wem. Und dieses permanente, was wer wann hätte zu wem, also ich finde dieses permanente Buch in einem Maße geschwätzig. Nein, das nennt man in einem Maße geschwätzig, dieses Buch. Nein. Tut mir leid. Das ist unglaublich. Jetzt muss Herr Scheck rein. Das ist also, erstens mal wollen wir doch mal konstatieren, wann haben Sie zuletzt eine so intelligente, sprachmächtige, sprachbesessene Ich-Erzählerin eines Romans vor Augen geführt bekommen? Bei Herrn Burnside in Helling Sonnenblumen. Entschuldigung, das ist ein tumbes Mädchen, das sich weder ihrer eigenen emotionalen Welt sicher ist, noch der gesellschaftlichen Welt, die gar nicht so bis abends auf ihren Verlag schimpft. Das ist erst einmal eine sehr schöne Satire auf den Literaturbetrieb, und zwar nicht nur auf den Spanischen. So. Ja, ein Zirkus der Eitelkeiten, wie hier beschrieben wird. Nein, aber das ist eine Kartografierung einer Seelenlandschaft von Liebesterritorien, die hier vorgenommen werden, die ich atemverschlagen finde. Das ist absolut gelungen, das hat mich in Bann geschlagen. Das ist tatsächlich ein Thriller, und zwar ein verdammt intelligenter, der beste Maria seit Mein Herz so weiß. Aber steht da wirklich was drin, was wir aus Mein Herz so weiß nicht kennen? Wir haben das gleiche Motiv schon mal. Wir erinnern uns, bei Mein Herz so weiß hat er, glaube ich, seine Frau umgebracht, um eine andere heiraten zu können. Also die Motive sind doch sehr, sehr eng. Also für die Steilheit der Motive sind sie doch sehr eng zusammengerückt. Auf den Friedhöfen Baden-Württembergs, aber ich glaube auch der angrenzenden Sendegebieten werden Sie noch viele, viele solche Fälle finden, wie Herr Marías in diesem Buch beschreibt. Ich glaube, da ist er sehr, sehr nahe am Alltag dran. Ja? Ich finde, Herr Marías... Gerade während wir ausgestrahlt werden, dürfte wahrscheinlich der ein oder andere zum Kissen greifen. Ja? Ich finde, Herr Marías ist da sehr gefährlich an einer Art Selbstparodie. Ich bin auch, ich war am Anfang von dem Roman wirklich sehr gefangen genommen. Also ich fand dieses ganze Setting und die Frau und wie die das beobachtet und emphatisch dieses Paar beschreibt. Also ich wollte diesen Roman gut finden, wirklich. Und es ist mir dann aber ab dem Punkt, wo sie eben mit diesem besten Freund dann zusammen ist und wo irgendwann ist das bei mir umgeschlagen in eine
unwahrscheinliche Übersättigung und in Verdruss, weil sich dann ein Konzept dauernd nur noch wiederholt. Und ich fand es dann so unwahrscheinlich eitel. Und ich finde, diese Erzählstimme dieser Frau, die überzeugt mich einfach nicht. So, das, die ist nicht mich so überzeugt die restlos. Ich hätte bald eine reine Kunstfigur. Jetzt kann man sagen, ja, sowas muss man schaffen. Romanfiguren. Ja, aber Entschuldigung, die soll doch irgendetwas transportieren. Und ich habe ihr das irgendwann weder ihr Verhalten noch wie sie dann redet, dann auch immer in diesem Wir-Ton, wir Frauen sind so und wir sind dies und wir sind jenes und wie sie ständig diesen Javier... Das ist gar nicht so charakteristisch, aber ich will ihr Argument unbedingt sehr ernst nehmen, weil ich es von der Struktur natürlich verstehe, auch wenn ich es ganz anders sehe. In der Tat finde ich genau die Stärke von Rafi Marias. Wir wissen alle, unser Leben ist durchdrungen von Gedanken, von Gefühlen, von Sentiments, die es auch mit abstrakten Größen zu tun haben. Sterblichkeit, Unendlichkeit, Zeit, Liebe, alles Sachen, die schwer zu greifen sind. Aus den Jahren, wenn wir in der Pubertät waren, hatten wir manchmal das Bedürfnis, ganz stark darüber zu reden. Und dann hatte man manchmal das Pech und jemand anderes sagte, laber nicht. Aber damit war ja nicht ausgedrückt, dass die Sachen, die einen bewegten, nicht echte Emotionen waren. Und was ich bei Javier Marias literarisch so bedeutend finde, das, was euch nicht gefällt, nämlich diese Form der inneren Rede, des reflektierenden Monologs, ist, finde ich, seine große Leistung, dass er diese abstrakten Fragen, was heißt es eigentlich, sterblich zu sein? Wie fühlen wir uns nach dem Tod eines nahestehenden Menschen? Wie verwandelt sich unser Blick aufs eigene Leben darin? Dass er dafür durch diese Monologisieren einen Ton gefunden hat. Und den finde ich artifiziell, aber im besten Sinne artifiziell, weil man eine eigene Form braucht, um das überhaupt ausdrücken zu können. Aber ist es dann nicht auch, also wenn man das jetzt sozusagen als philosophisches Werk oder als philosophischen Roman auch liest, ist es dafür dann nicht teilweise aber doch zu krachend banal? Also dass uns dann Verliebtheit erklärt wird, als Verliebtheit ist der Zustand, der uns schwach macht. Ja, mein Gott, auf die Idee wäre ich noch nie gekommen. Dann gibt es sofort die Gegenstimme dazu. Moment. Wir haben hier es mit einem Roman zu tun. Die Erzählerin wird ja benannt von diesem Paar, das ihr auffällt, weil sie jeden Morgen im selben Café frühstücken und diese beiden so unglaublich ineinander verliebten, diese positive Aura haben. Die haben auch einen Namen für sie, nämlich die jugendlich Besonnene. Die junge Besonnene, glaube ich. Junge Besonnene, jugendlich Besonnene. Das ist in der Tat das Erfreuliche. Diese quecksilbrige, feminine Intelligenz, die mir hier eine ganze Kartografie moderner Liebe erklärt, die dann aber im Gewand eines Thrillers, und da hat Ichoma Mangold es schon richtig benannt, am letzten Drittel des Buches, wo es zu Szenen kommt, gehe ich nach 12, 14 Tagen Trennung nochmal zu dem Geliebten, von dem ich weiß, der will nur mit mir ins Bett, von dem ich aber auch weiß, er ist ein Mörder. Traue ich mir das? Ich meine, das ist schon, also es ist wirklich spannend, dass auf diesem Abstraktionsniveau, das ist doch also nun wirklich ein Lesevergnügen. Ich weiß nicht, was Sie in diesem Frühjahr gelesen haben, ich würde vorschlagen, aber das ist ein Highlight. Es könnte in mir der Verdacht entstehen, dass es sich bei dieser Hauptfigur dann doch um irgendwie eine gewaltige, wie soll man sagen, die Männerfantasie, wie der aufgeklärte Mann, wie der aufgeklärte Mann die kluge Frau gerne hätte. Gerne hätte. Also wo ich eben sagen muss, weil interessant, das ist ein Zufall. Wir haben ja zwei Bücher, wo männliche Autoren aus Ich, was ja immer auch durchaus ein riskantes Unterfangen sein kann, eine Frau, eine deutlich jüngere Frauenfigur in der Ich-Form erzählen wollen. Eben, also macht ja Burnside auch. Und ich muss sagen, dieses Mädchen, was zum Beispiel eben uns nicht die Liebe erklärt, sondern die erklärt uns mal, wie wohltuend zur Abwechslung, dass sie mit dieser ganzen Liebe nichts am Hut hat. Dass dieses man das wahre Mädchen Glück nur alleine findet. Dieses Sofa-Kartoffel. Entschuldigung, da schaue ich lieber einem Camembert beim Verschimmeln zu. Also das ist langweilig, also wie Bart Simpson lieber sagen würde. Der Erfindung von Herrn Marias beim Seitenweisen sich ausmalen, ob der nun das hat und ob sie hingehen darf oder doch nicht hingehen. Also ich denke, Männer, wenn ihr glaubt, dass das kluge Frauen sind, dann werdet ihr mit klugen Frauen niemals viel Freude haben. Wir sollten dieses Gespräch privat fortsetzen. Ich fürchte auch, die Lage wird wahrscheinlich nicht viel besser. Als nächstes ist Zeruya Shalev dran. Auch sie eine große Bestseller-Autorin beim deutschen Publikum, bestens bekannt. Vor über 10 Jahren erschien ihr Roman Liebesleben, in dem es, Sie werden sich vielleicht erinnern, wenn Sie das Buch gelesen haben, um eine extrem selbstzerstörerische, rettungslose Amour-fou zwischen einer jüngeren Frau und einem deutlich älteren Mann geht. Und Zeruya Shalev ist ihrem Grundthema auch in diesem Buch treu geblieben. Es geht um verzweifelte Liebes-, Lebens-, Familiengeschichten und natürlich vor dem Hintergrund des Landes Israel, was eine große Rolle auch in diesem Buch spielt. Der Inhalt ist nicht ganz einfach zusammenzufassen. Ich versuche es so knapp und prägnant wie möglich zu machen.
Wir haben als Hauptfigur gewissermaßen in dem Roman, obwohl es auch nicht einfach ist zu sagen, wer sie ist, eine Chemda, eine sehr alte Frau, die in ihrer Wohnung in Jerusalem im Sterben liegt. Sie erinnert sich, während ihre Gedanken hin und her driften, geht sie zurück bis tief in ihre Kindheit. Sie ist in einem Kibbutz aufgewachsen, war das erste Kind, was da zur Welt kam. Der Vater, ein sehr, sehr stolzer Kibbutznik, also diese Generation, die noch vor dem eigentlichen Staat Israel angefangen hat, dort diese Kibbutzim aufzubauen. Ein sehr harter Mann, der seine Tochter nach dem Prinzip erzieht. Sie muss vor mir immer mehr Angst haben als vor allem anderen, was ihr im Leben noch möglicherweise Angst machen könnte. Offensichtlich ist sie ein zartes Mädchen. Sie wollte immer schreiben. Also sie hat es auch eher so ein bisschen wie die Frauenfiguren bei Herrn Burnside. Ihre Gedanken wabern, sie redet mit den Fischen. Und also sie ist offensichtlich ein sehr verträumtes und sehr einsames Kind. Das ist die eine Generation. Diese Chemda nun hat zwei Kinder, eine Tochter, einen Sohn. Die sind beide in ihren 40er Jahren und stecken, wenn man salopp sagen will, tief in der Midlife-Crisis. Die Tochter Dina hat eine inzwischen fast erwachsene Tochter. Die war ihr größtes Lebensglück. Die Ehe ist, naja, Beruf. Sie ist Dozentin an einem College, ist auch alles irgendwie am Stagnieren. Und diese Tochter will nun von der Mutter nicht mehr viel wissen, nabelt sich deutlich ab. Und deshalb setzt sich die Mutter Dina in den Kopf, sie braucht unbedingt noch mal ein Kind. Sie selber kann keins mehr bekommen und deshalb wird es zur besessenen Idee, dass sie ein Kind adoptieren muss. Es ist ein Roman, der viele Verästelungen hat. Es ist ein, ich will auch sagen, es ist sicher nicht ihr stärkster Roman, aber es ist danke, nach wie vor... Danke, dass Sie zugeben, dass es ein grotesk misslungenes Buch ist. Ich habe gesagt, es ist nicht ihr stärkster Roman. Die hässlichsten Lektürestunden dieses Frühjahrs eingetragen haben. Ich halte es für eine unglaublich überschätzte, eine geschwätzige, eine undisziplinierte Autorin. Ich glaube, das Phänomen Seruya Shelef ist überhaupt ein literaturkritisches Missverständnis. Aber mit diesem Buch, da kann man nur noch ein großes Entschuldigung-Sorry-Schild aufstellen. Wenn das ist ja furchtbar. Also um Gottes Willen, ja. Ich könnte Ihnen bei der Nacherzählung dieses stümperhaften Plots eigentlich nur noch ein bisschen Zeit geben, dann wird es sich von alleine geben. Aber wissen Sie, wenn ich lese, noch nie ist er so über sie hergefallen. Er ist verwirrt, doch zugleich genießt er ein Gefühl plötzlicher Freiheit. Ist das Männlichkeit? Ist es das, was richtige Männer empfinden? Aber Herr Schick, die können wir nein, jetzt geht's los. Die viele Frauen bespringen, die mit ihren Gewehren schießen. Das ist die Luise Rinzer-Preisträgerin des Jahres 2012. Das ist entsetzlicher, furchtbarer Mist und Kitsch. Ein Buch, das niemals in eine solche Runde hätte gelangen dürfen. Rechtfertigen Sie sich. Moment mal. Ich bin auch kein Fan dieses Buches, weil das Lesen tatsächlich eine Zumutung ist. Das ist auch mir so gegangen. Danke. Das ist sozusagen, das liest man nicht gern. Ich bin auch kein Seruya Shelef-Fan der letzten 10 Jahre. Aber eins will ich sagen, das ist eine ganz stark emotionale Literatur, die dadurch etwas abbildet, was ich glaubwürdig finde. Ich lese das nicht gern. Ich finde das auch kein starkes Werk, aber ich finde trotzdem, dass das in dieser ganzen Zumutung, die das hat, ich nehme ihr das ab. Das, was ich Herrn Marias überhaupt nicht abnehme, nämlich die Figur der Erzählerin. Bei der Shelef, diese Frauenfiguren, die erscheinen mir, das muss ich Ihnen leider sagen, lieber Herr Scheck, leider sehr realistisch. Dieses Zweifeln, dieses ich möchte gar nicht darüber nachdenken, dass es so langweilige Menschen auch in der Realität geben mag. Langweilig sind die ja nicht. Ich bin ja Literaturkritiker. Langweilig sind die nicht. Die gehen einem auf den Geist. Und diese ganze Familie geht einem auf den Geist. Aber dieses stark Emotionale, dieses Verarbeiten von Familientraumata, dieses immer wieder Zurückkehren an neuralgische Stellen, dieses Manische, das ist eine total manische Prosa. Wer will denn fremder Leuts Familienaufstellungen? Das ist doch erwähnt. Naja, wovon handelt denn? Aber Entschuldigung, aber ohne jede Art von Verdichtung, sondern nur live on tape? Ja, nein, das ist Unsinn. Mm-mm. Herr Mangold hat noch gar nichts gesagt, aber ich fürchte, das wird auch nicht netter, wenn Herr Mangold jetzt was sagt. Ich würde Ihnen Ihre Raffi Marias Ignoranz gerne 1:1 ja, zurückzahlen. Hauen Sie rein. Aber ich kann es nicht, obwohl mein Einstieg so klingen wird, denn in der Tat... Von diesem ganzen emotionalen Expressionismus, in dem die Seruya Shelef in diesem Roman wieder schwelgt, fühlte ich mich total abgestoßen und dachte mir, was ist das für eine Erzählerin?
Aber ich blieb ja am Ball, denn ich musste es ja lesen. Und das ist dann doch oft das, was bei Literatur passiert. Man hat so bestimmte Kategorien, nach denen dieser Roman eigentlich nicht funktionieren durfte. Aber man würde lügen, wenn man nicht nach Seite 100 irgendwann feststellt, ich bin jetzt gepackt. Mich haben diese Figuren, sind doch viel näher an mich herangekommen, als ich gedacht hätte. Und ich überlegte während der Lektüre dann immer, wie ich das, in was für ein Bild ich das fassen könnte. Und es gibt doch so sehr extrovertierte Menschen, die einen anderen immer sofort anfassen, einem immer zu nahe kommen. Und man geht immer zwei Schritte zurück, aber die lassen nicht ab, die folgen einem. Und man denkt sich so, Distanz, Distanz. Und dann gibt es, wenn die hartnäckig genug sind, aber ein Punkt, wo man feststellt, die haben aber einen Kern, die haben mir was zu erzählen. Mhm. Und jetzt nehme ich gewissermaßen ihren Schweißgeruch, ihren Mundgeruch in Kauf. Ich lasse mir diese Nähe gefallen. Also wenn Ihnen das gefällt, kaufen Sie dieses Buch. Ja. Jeder, dem das gefällt, Ziruja Schelef, super. Und ich nehme, wir hingegen, die das für eine Unverschämtheit finden, sollten vielleicht andere Bücher vieles lesen. Von dem, was ich sonst als ästhetischer Klassizist nicht mag, nämlich diese ganze expressionistische Überausdrucksstärke, nehme ich, würde ich jetzt sagen, in Kauf, um zum Beispiel, was Sie gerade auch geschildert haben, diese Szene, diese Begegnung, aus der eine ganz interessante Geschichte entsteht, wie jemand im Krankenhaus am Totenbett oder am Krankenbett seiner Mutter sitzt und sieht ein anderes Paar, der eine sterbend, die andere ihn betreuend, und fängt an zu Projektionen da hineinzubringen und versucht dann dieser Frau zu folgen, weil er glaubt, er müsse ihre Trösterin sein. Und da sind so groß entfaltete Lebensillusionskulissen von der Ziruja Schalef aufgebaut, die mich dann zuletzt doch berührt haben. Mhm. Es ist auch nicht meine Literatur per se, aber irgendwie ist da etwas drin an existenzieller Dringlichkeit, die wir auch nicht einfach durch 1:1 Taping leiden können. Also ein Schriftsteller, jemand, der schreiben kann, der könnte geredet, vielleicht aus diesem Stoff was ein machen. Großartiges vielleicht Buch will über ich nicht Israel. Also mein Hauptproblem ist eher damit, dass Israel verteidigt werden muss. Nein, Herr Scheck, Moment. Jetzt, also wir versuchen das Niveau wenigstens über der Tischplatte zu halten, ja? Nein, nein. Ihr Argument war, es ist ein großes Buch über Israel. Ja, also natürlich, man kann immer sagen, wenn einen überhaupt nicht interessiert, was in diesem Land Israel passiert, wird man mit diesem Buch auch Schwierigkeiten haben. Man muss für diese komplexen, also auch durch diese Setzung, dass sie zurückgeht in diese Kibbutz-Vergangenheit, das ist sehr klar, finde ich eine ganz spannende Geschichte, die Beschädigung dieses Sohnes, also dieses Avner, dieses Mittleren, der eigentlich ein Held beim Militär werden wollte. Dann wird sein Vater krank und er muss vom Militär zurück. Und das trägt er bis heute mit sich als Makel, das Gefühl, ich habe als Israeli versagt. Gleichzeitig ist er einer sozusagen in Augen vieler Israelis von den Bösen, weil er ist einer, der diese Beduinen verteidigt. Und wie der zum Beispiel, das finde ich eine der stärksten Stellen des Buches, wie der nachts im Bett liegt und sein Streitgespräch mit diesem israelischen Staat führt. Und sagt ungefähr, hast du nicht genug Blut getrunken, hast du nicht genug Tote produziert? Und der Staat ruft zurück, nur wegen solchen Schwächlingen wie dir bin ich in der Lage. Das ist, finde ich, auf der Höhe des Problems. Es gibt auch so etwas wie eine israelische Tradition. Kitsch. Vielleicht kennen die Kollegen den Roman von David Grossmann. Ja. Eine Frau flieht vor einer Nachricht. Eine Frau fliegt vor einer Nachricht, hat eine ähnlich existenzielle, aber auch in den formalen Mitteln ähnlich direkt ausgesprochene, ihnen wäre das gewissermaßen zu wenig künstlerisch vermittelt, Tonfall. Und deswegen hat die danach Szene lese ich den schwächeren Teil des Werks von Heinrich Böll. Nein, es ist das Einzige, was ich dem Verlag oder auch der Autorin vorgeschlagen hätte, ich finde den Titel vollkommen verwirrend. Mhm. Ich finde, das Buch muss Schuld und Zorn heißen, weil das sind die beiden... Schuld und Zorn? Schuld und Zorn, Herr Scheck. Weil das sind die beiden Emotionen, um die es tatsächlich in extremem Maße geht. Wenn man sagt, man kann keine Zornigen und vor allem Leute, die sich gleichzeitig schuldig und zornig fühlen, wenn man solche Menschen nicht erträgt, dann wird man sich mit diesem Buch tatsächlich quälen. Wem aber vertraut, bekannt ist oder wer das faszinierend findet, Leuten dabei zuzuschauen, wie sie wirklich auf schmerzliche und sehr selbstquälerische Weise immer tiefer in diese Frage, also bin ich schuldig, habe ich selber was falsch gemacht oder ist es die böse Umwelt, darf ich Zorn entwickeln? Und das vor dem Hintergrund der israelischen Problematik finde ich das ein sehr faszinierender Roman. Aber es gibt doch eine riesige Tradition, merkwürdigerweise, doch weiblichen Schreibens, ich denke jetzt an Oriane Fallaci, Brief an ein ungeborenes Kind, ästhetisch unzulänglicher und intellektuell dürftiger Zornesäußerungen.
Wollten wir nicht da vielleicht einen Traditionsbogen aufmachen, in den Seruja Schaleff eher... Nein, mit Falaci hat das gar nichts zu tun. Die Seruja Schaleff ist eine sehr intelligente Autorin. Die formal größte Schwäche, finde ich, ist die allzu große Allwissenheit ihrer Perspektivierung. Sie ist immerzu in dem Kopf der jeweiligen Figuren und die Wechsel von Kapitel zu Kapitel. Ist mal, auch das sehr ist die Schwester mal der Bruder. Ist verwirrend und es hat einem auch... Also das finde ich die größte literarische Schwäche. Man weiß genau, diese Erzählinstanz kann es so nicht ganz geben. Und nie wird dieses Modell Familie mit einem Satz in Frage gestellt in diesem Buch. Das ganze Buch, weil es Schicksal ist. Aber erstmal, das ganze Buch stellt das Modell in Frage. Und es sind die groteskesten. Also die Mutter muss schon sterben. Also gerade mit der Adoption, das ist ja nun genau das. Darum geht es ja ständig. Ja. Darüber wird ja auch und diese Familie also, und kommt zusammen, halt weil sie bei der halbtoten Mutter ins Bett kriegen. Erzählen, dass Familie Schicksal ist. Das finde ich irgendwie, ist das intellektuell dürftig. Doch, Familie ist Schicksal. Und wissen Sie, Herr Scheck, wir Männer sind natürlich immer genervt von hysterischen Frauenfiguren. Und es sind hier sehr viele hysterische Frauenfiguren drin. Ja. Und irgendwann stellt man aber fest, das Leben ist so. Nein, diese Hysterien bilden reale Probleme. Ja, ihres vielleicht. Ich schlage vorher Scheck mit einer klugen Spanierin irgendwie einen kühlen spanischen Weißwein trinken. Und wir sind mit diesen vier Büchern jetzt leider durch. Bei einem waren wir uns ja erschreckend einig. Also so gesehen hat Herr Kracht irgendwie diesen Fight hier klar gewonnen, würde ich mal sagen. Das andere war eine Reise quer durch Europa. Also wäre auch mal schön, dass man an einem solchen Abend mal über Europa nicht über irgendwelche bankrotten Staaten und Rettungsschirme redet, sondern über drei, wie manche finden, großartige, wie manche finden, fürchterliche Romane, die von dem Nordpol bis nach Israel spielen. Wir sind aber mit dem Empfehlen noch nicht am Ende, nämlich jeder von uns hier am Tisch hat noch ein Büchlein oder vielleicht sogar auch ein etwas dickeres Buch in der Tasche. Bei dem keiner widersprechen darf. Bei dem keiner widersprechen darf, genau, was er in kurzen, leidenschaftlichen und prägnanten Worten unseren Zuschauern zum Schluss noch ans Herz legen mag. Frau von Lovenberg, fangen Sie an. Gerne. Ich spreche mich aus für Matthias Gatzer. Der hat seinen zweiten Roman vorgelegt. Das ist jemand, der zunächst als Lektor und als Verleger gearbeitet hat und sich dann vor einigen Jahren selber ans Schreiben begeben hat. Das Buch heißt Der Augentäuscher und genau darum geht es. Es geht eigentlich zurück in das Dresden der Barockzeit. Es ist auch ein ganz barocker Roman. Aber gleichzeitig gibt es einen sehr, sehr heutigen Herausgeber dieser ganzen Geschichte. Wem das jetzt schon ein bisschen zu intellektuell verspielt klingt, der lasse sich einfach mal darauf ein. Es ist eine großartig geschriebene Geschichte eines Wissenschaftlers, der in seiner Karriere fehlschlägt und der sich interessiert für einen Maler, der vollkommen vergessen ist, namens Silvius Schwarz. Und dieser Mann wollte malen im 17. Jahrhundert so täuschend echt, eigentlich wie wir heute sagen würden, so funktioniert nur Fotografie. Also der wollte nicht mehr abbilden, sondern der wollte etwas zeigen, was Realität war. Und um diese Form der Augentäuschung geht es das ganze Buch über. Und dieser Silvius Schwarz entpuppt sich als eine sehr faszinierende Figur, der mit allen Großen seiner Zeit sich umgab und gleichzeitig praktisch eigentlich die Fotografie erfunden hat, zumindest in diesem Roman. Das Ganze ist eine Satire auf den Wissenschaftsbetrieb, eigentlich auch ein bisschen die Persiflage eines historischen Romans. Also kann ich von ganzem Herzen sehr empfehlen. Wunderbar, keiner widerspricht. Hat ja auch noch keiner außer mir gelesen. Das kommt manchmal erleichternd hinzu. Dennis Scheck, Sie wollen uns an den Katzentisch mitnehmen und sagen Sie, wer kann das sein? Halten Sie gerade mal Ihr Cover hoch. Das ist eine Vorliebe, das gibt es doch wirklich nicht. Schauen Sie sich mal diese beiden Cover an. Es sind zwei Verlage. Das ist schon sensationell, oder? Naja, manchmal glaubt man ja fast, das Wirken unsichtbarer Mächte bei der Covergestaltung zu sehen. Beide Bücher sind nämlich ausgezeichnet. Michael Ondaatje, den kennt man als Autor des englischen Patienten. Michael Ondaatje hat jetzt seinen leichtesten Roman geschrieben, die Geschichte einer dreiwöchigen Schiffsreise 1954 von dem damaligen Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, eben nach England. Eine autobiografische Geschichte. Michael Ondaatje hat diese Geschichte, diese Schiffspassage tatsächlich selbst angetreten. Dennoch beharrt er darauf, das ist ein Roman, denn er sagt, er kann sich überhaupt nur noch an Ping-Pong-Matches erinnern. Das ist so heiter, locker und so schlau erzählt, dass man einfach sagen kann, okay, wenn ich ein Buch lese, vielleicht dieses. Wow.
Herr Mangold, das sagen Sie über Ihres jetzt auch? Nein, ich steige viel. Sonst ist der Zuschauer viel, wieder verwirrt. Nein, ich steige viel, viel niedriger ein. Ich möchte Ihnen ein Buch ans Herz legen, das ich literarisch für gar nicht so bedeutend halte. Aber Bücher, die spannend sind, müssen auch nicht immer große Literatur sein. Dies ist eine Autobiografie. Geschrieben hat sie Marion Brasch, die wir nicht kennen, das ist ihr erstes Buch, aber die einer berühmten Familie entstammt. Zuschauer von Literatur im Foyer kennen Sie. Was Zuschauer von Literatur und Foyer kennen Sie. Frau von Lüttenberg. Sie ist die Tochter einer berühmten Familie, die Familie Brasch. Ihr Vater war zeitweise stellvertretender Kulturminister in der DDR. Er gehörte zur Nomenklatur. Sie hatte drei Brüder. Der berühmteste ist der große Dichter Thomas Brasch, der, ich glaube, 2001 verstorben ist, großer Lyriker, großer Dramatiker, auch ein großer Abrechner mit der Vätergeneration. Und sie hat in diesem Buch über diese Familie geschrieben. Der Titel lautet: Ab jetzt ist Ruhe, Roman meiner fabelhaften Familie. Und dieser Untertitel, fabelhafte Familie, ist vermutlich ein wenig zu euphemistisch. Denn Marion Brasch erzählt vielleicht ein wenig wie Eugen Ruge in seinem großen Roman aus dem letzten Herbst, aus dem Milieu der Nomenklatur, aus dem Milieu der Funktionärsschicht der DDR. Und dieser Vater, der stellvertretende Kulturminister, hat natürlich kluge, eigenwillige, autonome Kinder, die einen anderen Weg einschlagen als er selber. Und das zerreißt die Familie. Und die Jüngste, das Nesthäkchen eben, ist Marion Brasch, die jetzt diese ihre Familiengeschichte erzählt. Und sie tut es ohne Abrechnung, denn sie hat vermutlich das innigste Verhältnis zu ihrem Vater. Aber sie tut es auch mit einer ganz großen Anhänglichkeit und wunderbaren Bewunderung für ihre Brüder und für das Schicksal, das diese Brüder in dieser Familie und in dieser DDR erlitten haben. Ja, wunderbar. Und Sie geben mir gewissermaßen das Stichwort für meinen Tipp, nämlich biografisch. Das neueste Buch der Autorin Felicitas Hoppe heißt, man lese und staune, Hoppe. Und wer dieses Buch aufschlägt, wird unter Null finden. Felicitas Hoppe, geboren am 22.12.1960 in Hameln, ist eine deutsche Schriftstellerin, Wikipedia. Die Autorin Hoppe erzählt uns also nun tatsächlich die Geschichte von Hoppe. Allerdings wäre Felicitas Hoppe nicht Felicitas Hoppe, wenn sie uns jetzt wirklich erzählen würde, im Stile meinetwegen, wie es Frau Brasch tut oder wie es Herr Ruge tat, in Zeiten des abnehmenden Lichts, wie das so war, als sie in Hameln im Weserland als drittes von fünf Kindern geboren wurde und wie das mit dieser Familie dort war. Nein, uns wird bereits auf der ersten Seite klargemacht, dass das alles nur erfunden ist, dass sie in Hameln geboren sei. In Wahrheit nämlich ist sie in Breslau geboren, die Tochter einer Pianistin, die der Familie relativ bald abhanden kommt. Der Vater ist Patentagent. Wird allerdings auch immer als Entführervater, weil die haben ein sehr bizarres Verhältnis, dieser Vater und diese Tochter. Also der Vater näht zum Beispiel der Tochter Felicitas immer sehr merkwürdige Kostüme und sie muss immer mit Rucksack rumlaufen und er schleppt sie vor allen Dingen erst mal als kleines Kind bereits nach Kanada, wo ihre große Liebe zum Eishockey erwacht. Sie sucht sich dort, weil sie so alleine mit ihrem Vater hockt, gewissermaßen eine Ersatzfamilie auf dem Nachbargrundstück, die Gretzkys. Das ist sehr komisch. Sie lernt dann von Mutter Phyllis Gretzky das Kettenrauchen. Der Vater Walter Gretzky ist ein großer eben Eishockeytrainer. Die wässern dann immer im Winter ihren Garten und im Garten der Gretzkys wird wild Eishockey gespielt. Wayne Gretzky wird dann ein großer Eishockeystar. Also es ist ein extrem vergnügliches Buch. Es wird uns das unbekannte Frühwerk, das nie veröffentlichte der Autorin, mit dem Höhepunkt Häsi, das Hasenkind, nahegebracht. Und was ganz verrückt ist beim Lesen, selbst wenn man die Autorin persönlich nicht kennt, immer dann, wenn man anfängt zu denken, okay, also jetzt dreht sie völlig ab, jetzt wird es vollkommen wahnsinnig. Und man dann heutzutage zum Beispiel googelt, stellt man verblüfft fest, das stimmt alles. Also ich finde das verrückteste, mutigste und wahrscheinlich sogar auch lustigste Buch dieses Frühjahrs, Felicitas Hoppe, Hoppe. So, jetzt sind wir fertig, oder? Ich bedanke mich wie immer ganz, ganz herzlich bei Ihnen dreien. Es war wie immer ein großes Vergnügen, wunderbar. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich selbstverständlich auch. Sie können wie immer auch heute eine Bücherliste zur Sendung anfordern, und zwar entweder beim SWR-Zuschauerservice, Stichwort Literatur im Foyer in 76522 Baden-Baden,
Oder Sie finden das Ganze im Internet unter swr.de/literatur-im-foyer. Und dort können Sie sich auch unser gesamtes Gespräch noch einmal als Video anschauen. Kommende Woche bin ich schon wieder für Sie da. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Und bis dahin rate ich Ihnen, nehmen Sie ein gutes Buch mit ins Bett. Bücher schnarchen nicht. Applaus